Nachdem das letzte Erweiterungspack-Charts-Video jetzt schon wieder fast 2 Jahre her ist, möchte ich heute die aktualisierte Version mit allen Sims 4 Erweiterungen von meinem persönlichen Platz 10 bis Platz 1 sortiert mit euch teilen. Viel Spaß beim Ansehen! Platz 10 – Zeit für Freunde. Die Erweiterung, die mir schon seit Jahren am wenigsten zusagt, ist leider Zeit für Freunde. Versteht mich nicht falsch, wie jede Erweiterung kann auch dieses Pack trotzdem mit einigen Dingen wie der wunderschönen und für Sims 4 Verhältnisse riesigen Welt punkten. Auch das Gruppensystem, mit dem man seine Sims relativ schnell dazu bewegen kann, gemeinsam die gleichen Aktivitäten zu tun, ist klasse. Nein, ernsthaft, bis heute gehört Windenburg zu einer meiner absoluten Lieblingswelten. Auch die Geschichte, die sich die Entwickler für diese Welt ausgedacht, sowie den Mix aus klassischem europäisch inspiriertem Stil und modernen Hafenviertel gefällt mir extrem gut. Eher sauer stößt mir aber auf, dass es ansonsten kaum neues Gameplay gibt, welches längerfristig Spaß machen kann. Nachdem man die neuen Regionen erkundet und seine Tanz- und DJ-Fähigkeit maximiert hat, ist man mit dem Gameplay auch schon fast durch. Obwohl wir auf diese Erweiterung zwischen Ankündigung und dem Release mit fast 4 Monaten am längsten warten mussten, bieten andere Erweiterungen leider mehr Gameplay und auch größere Hauptfeatures, mit denen man als Spieler länger am Ball bleibt. Deshalb leider von mir nur Platz 10. Platz 9 – Jahreszeiten. Auf meinem 9. Platz landet die Jahreszeitenerweiterung, was viele von euch wahrscheinlich erstmal extrem überraschen wird. Lasst mich meinen Punkt aber kurz erklären. An sich habe ich keine wirklich großen Kritikpunkte in Bezug auf die 5. Erweiterung für die Sims 4. Die Wettereffekte sind klasse, besonders wie der Wechsel der Blätter von einer Jahreszeit in die nächste umgesetzt wurde, war in noch keinem Sims-Teil so schön. Seinen Sims im Winter bei einer wilden Schneeballschlacht zuzusehen oder im Herbst die Laubhaufen beseitigen zu lassen, tragen auf jeden Fall zur Atmosphäre der einzelnen Jahreszeiten bei. Auch das Kalenderfeature bringt ein so noch nie zuvor dagewesenes Zeitgefühl ins Spiel, mitsamt neuer Traditionen und Feiertage, die ebenfalls für ein wenig mehr Abwechslung im Alltag der Sims sorgen. Trotz all dem brauche ich aber einfach keine Jahreszeiten im Spiel, weil mich diese kosmetischen Unterschiede mit den einzelnen Jahreszeiten nicht wirklich interessieren. Ich kann verstehen, dass für viele Spieler Jahreszeiten einfach wegen dem Realismus dazugehören, ich könnte aber genauso ohne die kleinen Aktivitäten und Schnee oder kein Schnee spielen. Eine eigentlich sehr gute Erweiterung, die aber wegen meinem anderen Spielestil nur auf dem 9. Platz landet. Auf dem 8. Platz habe ich die neueste Erweiterung für die Sims 4, Ab ins Schneeparadies, gepackt. Diese hat neue Aktivitäten wie Snowboarden und Schlittenfahren zu bieten, die vorher in der Sims-Reihe noch nie so detailliert umgesetzt wurden. Auch neue Festivals auf der Grundlage der Großstadtleben-Erweiterung wurden hier implementiert. Weiter konnten wir mit dieser Erweiterung mal wieder eine wunderschöne neue Welt bestaunen, die erstmals in der Geschichte von The Sims 4 aus normalen Wohn- und Urlaubsgrundstücken bestand. Auch der kulturell asiatische Einfluss war in den neuen Objekten im Baumodus und der von der Community gestalteten Welt zu spüren. Der japanische Stil wurde mit dieser Erweiterung erstmals richtig ins Spiel gebracht. Doch obwohl alle meine aufgezählten Punkte recht positiv klingen, war mir die Erweiterung leider etwas zu belanglos. Seinen Sims bei den Winteraktivitäten zuzuschauen, die Sims ins Badehaus zu schicken oder die Bergtour zu absolvieren, sind für mich Dinge, die ich gerne mal in einem Jahr mache und dann wieder für längere Zeit gekonnt ignoriere. Meiner Meinung nach fehlt in dieser Erweiterung Inhalte, die auch längerfristig Spaß machen. Somit spielt man das Pack einmal, freut sich über die Inhalte und vergisst dann etwas, dass das Pack überhaupt existiert. Gehen wir schnell weiter zum nächsten Platz. Platz 7 – Inselleben. Der 7. Platz wird vom Inselleben Erweiterungspack eingenommen. Vielleicht wäre diese Erweiterung bei mir sogar auf dem 3. oder 2. Platz gelandet, wenn die Entwickler aus dem Thema noch mehr herausgeholt hätten. Aber ganz von vorne, grundsätzlich ist das Hauptfeature der Erweiterung natürlich die neue Welt Sulani. Diese ist für die Sims 4 Verhältnisse normal groß, dafür aber wie fast alle Welten im Spiel wunderschön. Wahrscheinlich wird niemand von euch abstreiten, dass man in dieser Welt direkt Sommerstimmung und den unerfindlichen Drang bekommt, seine Jacke auszuziehen. Endlich ist es auch möglich, im Wasser zu schwimmen, was vorher nicht im Spiel möglich war. Neben klassischen Aktivitäten wie eine Sandburg bauen oder Transportmittel fürs Wasser zu nutzen, gab es eine spannende neue Karriere, der Naturschützer. Diesen gab es auch noch in keinem Sims-Teil, eigentlich eine gute Idee, sich im Spiel ebenfalls mit diesem aktuellen Thema in Bezug auf Müll im Meer zu beschäftigen. Damit enden für mich die guten Punkte des Packs aber leider auch. Das Tauchen-Feature, welches in The Sims 3 noch richtig Spaß gemacht hat, da man die Unterwasserwelt richtig erkunden konnte, sieht jetzt so aus. Wow. Hotels eröffnen, Hausboote oder eine interaktive Rettungsschwimmerkarriere sucht man hier leider ebenfalls vergeblich. Der ausbrechende Vulkan in Sulani oder die neuen Delfine können leider auch nicht diese großen Features ausgleichen. Beim Spielen war ich leider echt etwas enttäuscht.
Schlicht und ergreifend gibt es in Sulani zu wenig interessantes Gameplay, sodass die Erweiterung für mich auf diesem Platz landet. Schade eigentlich, da die Inselparadies-Erweiterung aus The Sims 3 für mich fast zu einer meiner Lieblingserweiterungen gezählt hat. Bevor wir mit Platz 6 weitermachen, nur ganz schnell, bei Instant Gaming bekommt ihr alle Packs stark reduziert, die Erweiterungen sind hier fast alle um mindestens 64% reduziert. Schaut in der Beschreibung vorbei, wenn ihr mich unterstützen wollt. Platz 6 an die Uni. Diese Erweiterung konnte vieles richtig machen. Die neue Welt Brightchester mit den beiden Universitäten wurde interessant umgesetzt und auch die Idee der Rivalität der beiden Unis fand ich eine lustige Idee, die sich durchs ganze Pack zieht. Insgesamt stehen hier an beiden Campus zahlreiche Studienfächer zur Auswahl, aus denen hier gewählt werden kann. Ich habe schon von vielen Spielern gehört und auch persönlich gemerkt, dass man bei dieser Erweiterung ein relativ gutes Zeitmanagement mitbringen muss, da die verschiedenen Vorlesungen teilweise recht streng getaktet sind. Wenn man aber noch Zeit über hat, kann man sich ebenfalls bei einem der drei freiwilligen Aktivitäten wie Debattieren, Kunst oder Robotik anmelden. Diese Erweiterung bringt ebenfalls die Fahrräder zurück ins Spiel. Meine größten Kritikpunkte sind hier allgemein, dass sich alle Studiengänge relativ ähnlich spielen, auch hätte die neue Welt ein paar mehr Grundstücke vertragen können. Weiter hätte es die Erweiterung deutlich aufgewertet, wenn wir auch während den Vorlesungen live bei unseren Sims dabei sein könnten. Allerdings sieht man hier nur alle Gebäude von außen. Prinzipiell trotzdem eine recht gute Erweiterung, ähnlich aber wie bei Jahreszeiten passt diese aber ebenfalls nicht zu meinem allgemeinen Spielestil. Einmal besucht, interessiert mich frühestens nach einem Vierteljahr wieder der Unicampus, besonders da man die Welt nicht als normale Wohnwelt nutzen kann. Eine recht solide Erweiterung, die an manchen Stellen vielleicht noch ein wenig mehr Uni-Aktivitäten hätte vertragen können, die man allerdings null in den Alltag der Sims integrieren kann. Ein meiner Meinung nach fairer 6. Platz. Das war's mit dem ersten Teil dieses Charts-Videos. Da wir mittlerweile schon so viele Erweiterungen haben und ich trotzdem auf jedes Pack detailliert eingehen möchte, gibt es den zweiten Teil mit den restlichen 5 Packs demnächst. Was denkt ihr über meine Einschätzung? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.